Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Let's Play World of Warcraft. Bei der letzten Aufnahme ist mir das Internet abgeschmiert und infolgedessen bin ich verreckt, weil ich gerade im Kampf war. Aber jetzt geht es direkt weiter und in der letzten Folge habe ich gerade den zweiten Kerkermeister gesucht, der so einen Schlüssel für mich parat hält. Ach, da ist eh gerade wieder wer andere. Ich hoffe, der hat mir nicht den Kerkermeister geklaut. Target Kerkermeister. Also der ist mal tot. Das ist nicht gut. Oh, da wäre er gewesen. Verdammt. Ich kann das nicht angreifen. Hey, wer greift mich da an, Arschkopf? Verdammt, muss ich auf den Respawn warten. Ich habe jetzt eine Ankündigung zu machen. Die Folge ist, wie ihr dann sehen werdet, in 30 Minuten langen Format. Da YouTube mir jetzt erlaubt hat, Videos aufzunehmen, die länger als 15 Minuten sind. Weil, wie ich denke, sind 10 Minuten oder auch 15 Minuten für World of Warcraft für eine Folge viel zu kurz. Und ja. Jetzt habe ich 30 Minuten Zeit. Ziemlich gemütlich. Jetzt habe ich. In 30 Minuten muss dieser Depp hier ja wieder respawnen. Ich hoffe, das war jetzt der richtige. Also ich weiß ja nicht, welchen Schlüssel. Ah ja, hier sind übrigens die Schlüssel. Das wollte ich ja herzeigen. Da. Heute von Kerkermeister S. Nein, dann hat er schon gepasst. Muss ich hier warten. Auf jeden Fall, hier ist halt der Schlüssel. Mit dem kann ich dann die Kette von diesem Typen da öffnen. Aber vom Typen unten. Für den muss ich auf einen anderen Kerkermeister warten. Ja. Ja, toll, warten. Cool. Was kann ich da? Weil kann ich aufleveln. Ja. Ich brauche nicht mehr viel Erfahrung für ein neues Level. Komm her. Spott. Nee, ist nicht im Sichtfeld. Hey, das nervt jetzt irgendwie. Ah, jetzt. So. Das nervt irgendwie in gewisser Weise schon, dass man die Mobs nicht mehr irgendwie durch die Wand herholen kann oder so. Hat das Spiel angenehmer gemacht, auch wenn es ein Bug war. Aber naja, gut. Bugfixes sind immer gut, aber an anderer Stelle wäre es irgendwie besser, wenn die Bugs an anderer Stelle gefixt werden, wie dieser scheiß Wichtel, der 300 Schaden macht. Ausrüstung, Leder. Okay, braucht man nicht. Aha. Nein. Wenn sich Intelligenz und Willenskraft wäre und irgendein anderer Status, hätte ich ja zugeschlagen. Ah, so, jetzt kommt das hier. Mhm. Ja, so, wir haben jetzt, warte, bis in dieser Ebene bleiben jetzt ein paar wichtige Talente außen vor. Was ich jetzt auf jeden Fall mal mache. Nein, jetzt ist die Frage. Ja, ich mache das hier, damit überwältigen wenigstens oft kritisch wird. Also überwältigen, die Fähigkeit alleine jetzt eine kritische Trefferwertung von, ach scheiße, falsch, von 32,50. Yay. Cool. Und jetzt respawn endlich wieder Kerkermeister. Sonst sperre ich dich in den Kerker. Oh fuck, das war der falsche Kerkermeister. Kann passieren. Wenn der Schattenmagier nicht dabei, würde ich ihn bekämpfen. Okay, ich bekämpfe ihn auch so. Okay, jetzt wieder. Hey, lass mich in Ruhe. Lass mich in Frieden. Okay, dann gibt's halt aufs Maul. Wenn er unbedingt Stress will, ich hätte ihn ja jetzt verschont und hätte ihn leben lassen und verfehlen. Genial. Jetzt werden gleich alle Mobs respawnen. Wetten? Ah, wenigstens flüchten oder nicht. Ist ja schon mal was. Käse. Eigentlich mag ich gar keinen Käse, aber meinem Krieger scheint er zu schmecken. Naja, der ist auch tot. Tot würde ich Käse auch mögen. Warum müssen Tote überhaupt das essen? Das ist eine große Verarschung irgendwie. Und wie spawn endlich scheiß Kerkermeister. Alter, ist ja schlimm. Nein, der nicht. Der kann mir gestohlen bleiben.
Und die Typen, die da beim Eingang stehen. Wow. Oh, hey, cool, eine Truhe. Kann ich die aufmachen? Während im Kampf nicht möglich. Leck mich am Arsch. So ein Scheiß. Ja, die Wachmänner werden schon leichter. Meine Verkühlung immer noch nicht. Tja. Zumindest kann ich überhaupt noch reden. Ich habe im letzten Jahr öfters mal, wie heißt das, Kehlkopfentzündung gehabt und so. Das war nicht wirklich angenehm. Yay, ein neuer Umhang. Hat zwar eine Rüstung weniger und ein Ausdauer weniger. Cool. Voll sinnvoll. Yay. Und jetzt respawn endlich, Arschloch. Oh. Ach. Bevor mir die Ideen ausgehen und die Sachen, die ich sagen könnte. Ah, ha, ich wollte gerade das Video passieren. So geht's auch. Ah, parieren. Jetzt parier mal, fuck you. Oh. Er hat meine Waffen pariert. Und dann spannt er mich auch noch in dem Netz ein. Ich hab ihn lieb, ja. Ganz toll. Rache. Jetzt kommt er wieder mit Netz her. Ausweichen. Nein. Lieber verbluten. Ich habe das Gefühl, der Kampfsound ist wieder mal etwas zu laut. Habe ich den Sound nicht runtergestellt? Dann machen wir das halt so. Okay. Nein. Ah, egal. Oh, nein, das ist jetzt weniger egal. Aha. Das ist jetzt erst recht nicht egal. Probieren wir es aus. Ich habe immerhin... Ich habe immerhin doch ein paar nette Fähigkeiten im Repertoire. Da. Also das ist jetzt eben Gegenschlag. Eben mit fast maximaler Ausnutzung. Willst du ihn mal töten? Danke. Bam. Ja, das geht schon ab. Komm. Oh ja. Und jetzt noch den letzten. Ja, das geht ab. Okay, jetzt schnell essen, bevor noch einer respawnt. Ah, Schattenmagier, cool. Ah, so cool wie ein Stück Scheiße oder wie dieses Hammelkotelett. Ja, das werde ich mir reinziehen. Das ist nämlich echt cool. Lecker essen. Ah ja, Tränke kann ich ja auch wieder brauchen. Maximale Gesundheit. Ja. Achso, nein, ist Wächter-Elixier. Ich habe gar kein Angriffselixier mehr. Scheißdreck. Tja. Was soll man machen? Dafür kann ich Verbände herstellen. Geiler Scheiß. Ich bin jetzt echt froh, dass die Aufnahmen so lang gehen, weil mit ganz altem YouTube-System hätte ich jetzt schon wieder aufhören müssen. Mit vorigem YouTube-System, das eben bei den letzten 6 Folgen in Verwendung war, hätte ich sehr bald mal aufhören müssen. Und bei diesem System hier könnte ich theoretisch so viel aufnehmen, wie ich will. Also laut ein paar Foreneinträgen kann ich jetzt 5 Stunden oder so aufnehmen. Aber das ist dann fast etwas zu lang. Aber immerhin, Moment, machen wir hier auf. Ich probiere mal aus, wie es so mit einer halben Stunde abgeht. Brauchen wir einen Verband. Komm. Und der zweite Ork, da muss ich jetzt hier runter, hier runter, hier runter, hier runter. Nein, lass mich. Okay, ich sehe schon, das wird jetzt ein bisschen zach. Ach, gar nicht. Komm, spring da runter. Ha, der hat mich nicht gesehen, Trottel. Ha, Vollkoffer. Lass mich in Ruhe, Arschloch. Ah. So, dann. Da müsste dieser Ork drin sein, wenn mich nicht alles täuscht. Oder da drüben, wo war Ork? Wo war er denn? Ja, das ist die Frage. Oder war er doch da drüben? Befragen wir Mob Map. Die Rettung. Wo haben wir das denn? Hallo.
Haben wir das überhaupt? Oder haben wir das gar nicht mehr? Nein, anscheinend nicht. Da. Mobmap spinnt. Mobmap ist scheiße. Achso, ich muss, glaube ich, updaten. Aber egal, zumindest ist ungefähr, kann man es sagen. Nein, ja, was mache ich? Ich drücke da irgendeinen Scheiß herum. Tokta bei 8,40. Drull bei 7,45. Das ist da drüben. Okay, scheiß drauf. Ah, hier. Perfekt. In diesem Haus, wie ich es gesagt habe. Das heißt. Ja. Ich warte jetzt, bis der da herkommt. Ich hoffe mal, der kommt auch. Oder kommt er da nicht durch? Arschkopf. Okay, wurscht, ich geh jetzt dann einfach hinten rein. So, da müsste auch gleich unser Herr Ork sein. Ah, perfekt. Blöd ist nur, dass der Schattenmagier mich immer noch visiert, aber der greift mich nicht an. Jetzt, sage mal, habt ihr Mobs irgendwie einen Schaden? Nicht Schattenmagier? Ah, so. Na, von mir aus bekämpfe ich ihn halt durch die Wand. Können mich wenigstens die anderen nicht angreifen. Meine Fähigkeiten laden auch langsam wieder auf. Und das heißt, es geht ganz schön ab. Jetzt hole ich mir noch diesen Ork und dann teleportiere ich mich zurück, weil ich war ja so schlau und habe den Ruhestein gesetzt. Endlich. Ich will es mir zutrauen, dass ich schon wieder vergessen habe. Na komm. Oh Gott, Mobs, die aus den Wänden kommen. Oh, das ist auch nicht besser. Schattenpriester. Ja, geh in den Boden rein. Versteck dich, wird dir auch nicht helfen. Kann ich dir wenigstens schön auf den Kopf schlagen. Noch ein Heiltrank, jetzt wird's langsam unangenehm. Nicht wegrennen. Okay. Ich bin gestorben. Was für ein Scheiß, hä? Das gibt's nicht. Wie ging das jetzt? Alter, wenn der mich mit seinem Scheiß 60 Schaden Schattenblitz auch dauernd trifft. Na, okay, egal. Naja, muss ich da nochmal raufrennen? Video, kurz Pause. Oh nein, da bin ich schneller da, als wie ich jetzt das Video anhalt. Ich sehe gleich da oben. Wenigstens der Friedhof in der Nähe. Das war jetzt scheiße. Warum haben die mich umgebracht? Das gilt nicht. Wie gesagt, ich hasse Schattenmagier. Normalerweise sollte nämlich mit Schildschlag ein Stille-Effekt eintreten, dass sie für eine Zeit nicht zaubern, aber das funktioniert natürlich hier wieder nicht. Solche Bugs sollten behoben werden. Falls das Video irgendwer von Rising Gods anschaut, behebt die scheiß Bugs. Nicht irgendwie, dass man die Mobs nicht mehr aus der Wand holen kann oder so. Das ist cool. So, ich stelle mich, weißt du was? Ich gehe jetzt so weit, dass ich sage, mir ist scheißegal, ob ich auch wieder verreck. Hauptsache, ich kann den da befreien. Dann teleportiere ich mich weg. Ah ne, er greift mich eh nicht an. Perfekt. Gut. Dann geht's zurück nach Terrence Mühle. Sim. Ja, die Art zu reißen ist praktisch. Kommt gleich mal, zur Sache. Gleich mal den ganzen Scheiß verkaufen, den ich nicht mehr brauche. Wie das da, den Mantel, die komischen Hosen da. Was noch? Golderz, ja, weg mit Golderz, braucht kein Schwein. Sieg. Und jetzt kann ich gleich zwei Quests abgeben. Todeswache Samsa, diese menschlichen Schädel, kriege ich einen Ring, drei Ausdauer, Intelligenz ist zwar sinnlos, aber die Ausdauer ist ziemlich cool. Ja, hau ich mir meinen zweiten Ring. Zwei Ringe hat man ja. Hau ich mir einen zweiten Ring rein und kann ich bei ihr. Ich hab nicht ewig Zeit. Kampf um das Hügel an, kann ich die nächste annehmen? Jawohl. Muss ich nochmal dorthin zu diesem Hof da. Orkische Kriegsweste, geiler Scheiß. Stärke und Ausdauer besser als Intelligenz und Stärke. Das Kochrezept hebe ich mir zur Not auf. Aber jetzt, ja, das sollte meinen Schaden noch
ordentlich anheben. 19,4. 21,1. Ach, nicht ordentlich, aber besser als nichts. Bisschen was verkaufen kann ich. Yay, Geld. Ich werde noch steinreich mit 2 Silber. Cool. Leb wohl. 4 Silber. Die werden noch lustig, weil Schultern habe ich noch gar keine. Sehr geschmeidig. Dann wollen wir mal schauen, was für Quests ich als nächstes mache. Berglöwenblut. Oh ja, die da. Die sind nämlich ganz in der Nähe. Ja, spring da drüber. Ramm dir nicht den Pfeiler in den Arsch. Da schon wieder. Nein, warte. Nein, das geht diesmal geht's nicht, verdammt. Wenn man's schaffen will, dann geht's nicht. Und ansonsten. Ach. Scheiß drauf. Schauen wir mal. Wo sind denn diese schieren Berglöwen? Ich hoffe wenigstens, ich krieg von jedem von diesen Viechern Blut. Das wäre wieder genau, wie ich in ein paar Videos vorher gesagt habe. Viecher, die zum Beispiel einfach kein Blut bei sich haben. Jeder Löwe hat Blut, also müsste ich auch von jedem Löwen Blut kriegen. Ich müsste eigentlich von einem toten Löwen genug Blut für die ganze Probe kriegen, aber so genau wollen wir auch wieder nicht sein. Verhungernder Berglöwe. Ich habe mir schon gedacht, ich kämpfe gegen den verhungerten Berglöwen. What the fuck? Ich meine, okay, ich bin Untote, ich brauche nicht groß reden, aber. Bitch Slap. Schaut euch an, wie die Katze kämpft. Nein, okay, jetzt geht's aber. Na, mach wieder Bitch Slap, Trottel. Jetzt macht es nicht mehr. Jetzt! Bäm! Schwul. Okay, die machen mir ein bisschen zu viel Schaden. Ja. Ah, scheiße, kein Erholungsbonus mehr. Das ist schlimm. Elixier der Schmerzen. Kampf um das Hügelland. Die Quest schaffe ich mal fix nicht. Aber ich kann zur Not, wenn mir die Quests ausgehen sollten, könnte ich nochmal ins Silberwald. Silberwald, gut Deutsch. Könnte ich mal ins Silberwald zurückgehen. Und ein paar Quests erledigen. Wie eben diese auf der Insel Fenris, die 2 Quests, könnte ich ja nochmal probieren. Weil ich da vorher lieber eine gute Waffe hätte. Boah. Komm, hau ihn. Na gut, alle Löwen haben Blut, aber ich kann die Löwen nicht essen. Was eigentlich in Widerspruch ist, dass sie Blut und Fleisch haben, aber Kannibalismus, na gut. Lass mal durchgehen. Die Spielmechanik ist ja doch nicht total sinnlos. Obwohl es öfter so aussieht. Hey. Okay, da sind gleich 3 auf einmal. Oder 2, sehe ich schon. Geh weg, Schild. Nervt nicht. Ah, kommen beide. Ja, okay, egal. Da. Haut rein. Ach, scheiße, blockt zusammen mit Gegenschlag. Haut leider nicht ganz so hin. Ja. Was machen wir dann? Lebensblut einfach reinhauen. Und es geht schon. Es geht schon irgendwie. Komm, Dreck. Dreck, Arschloch. Puh. Nein, nicht. Nicht ich. Okay, zur Sicherheit hauen wir uns noch einen Trank rein. Alter. Der hat mich trotz Trank fast umgebracht. So ein Spaß. Müssen wir halt erste Hilfe machen und irgendwas aufessen. Melone. Von mir aus. Ich hätte lieber eine Wodka-Melone, aber man kann nicht alles haben. Solange ich wenigstens die Quest schnell vorbeibringe. Diese Berglöwen nerven nämlich. Schon wieder 2 auf einmal! Ihr seid sie schwul oder was?
Arsch ficken, oder? Komm her, Trottel. Komm her, komm her, komm her. Schildblock, da. Hast mich einmal getroffen. Dabei wird's auch bleiben. Okay, komm noch ein bisschen Wut. Ach, scheiß drauf. Und Donnerknall, Bitch. Bam. Haut rein. Hälfte vom Blut haben wir. So, gleich den zweiten. Oh, no. Nein, 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 nein. Ah. Die Hälfte von diesen Arschlöchern ist unsichtbar und die andere Hälfte nicht. Das hilft mir sehr viel. Verdammt. Wow. Ah, Elixier. Oh mein Gott, der macht mich ja fertig. Trink. Trink. Tau die Schildblock rein. Achso, jetzt hast du keine Chance mehr gegen mich. Loser. Na schön, letzten Käse. Mir geht das Essen aus. Ach nee, hier. Stellt zwar nicht so viel her, aber von mir aus. Hauen wir von mir aus auch noch den Wetzstein rein. Warum mache ich weniger Schaden? Was ist falsch? Hallo? Achso, Verteidigungshaltung. Ich denke mir schon. Mhm. So, dann. Was kommt jetzt? Was wollte ich jetzt machen? Wetzstein habe ich. Passt. So, beschleunigt das Ganze ein bisschen. Geh weg, das Scheißfenster. Ich habe das Gefühl, die Kampfsounds sind immer noch zu laut. Ich weiß nicht. Im letzten Video ging es ganz gut, aber diesmal habe ich irgendwie das Gefühl... Hey, ich habe den Sound auf 20% und davon nochmal auf die Hälfte. Was geht ab? Alter, das ist ja krank. geiler Scheiß, geiler Scheiß. Sofort... Oh mein Gott. Fuck. Ich hoffe, der Server stürzt jetzt nicht ab, sonst bringe ich ihn um. Geil, sofort noch Orgrimmar und schwere Äxte lernen. Ach du Scheiße. Fick dein Arsch. Cool. Dieses Ding ist... Nein, ach, ich will nämlich was anderes. Ich will, dass dieser schwule Punkt da weggeht. Da. Apothekerheldin. So, und jetzt... Halt die Fresse. Ah, nächste Runde. Okay, also nach der Quest, da geht's dann richtig ab. Zweiendäxte, ich liebe Zweiendäxte. Wie in alten Zeiten mit meinem Stufe 70er Krieger mit der fetten Zweiendaxt durch die ganzen Mobs geschnetzelt. Dass die Gedärme nur so herumspritzen. Oh. Weniger Gedärme, aber es ging ziemlich ab. Es ging arg ab. Geil. Das haut rein. Heilen. Ja, zwei Löwen. Ganz gemütlich. Komm her, du Arschkopf. Ich hau dir meine Faust in die Fresse. Da die Faust. Ich weiß nicht, ob das bei der Grafikqualität sieht. Das ist eine Faust, die ein Schwert zerhaut. Okay. Ich hab lieber eine Faust, die eine Fresse reinschlägt. Löwen nerven. Die Löwen, die sind echt nervige Arschlöcher. Das muss man ihnen lassen. Zum Glück bin ich hier bald fertig. Heilen. Boah, ich brauche noch 3 Punkte, dann kann ich endlich die nächsten Verbände herstellen. Was ist das für ein Scheiß? Löwe, Löwe, Löwe. Ja, komm. Put, put, put. So, da ist das. Yeah, jetzt geht's ab mit dem Zeppelin nach Urota. Weil ich mache keine Quest mehr, bis auf diese halt fertig. Bevor ich meine neue Axt hab. Boah, geil. Jetzt los, knall ihm, überwältigen rein. Bam, Berglöwenblut. Jawohl, ab geht's. Ab geht's.
Dieses Ding ist sexy. Hat noch einen schönen Effekt. Und kann ich mit Stufe 21 verwenden. Jawohl. Gerade richtig aufgelevelt. Zart mich. Zart mich ärgstens. Damit dürfte ich... Ja. an die... 12 Schaden pro Sekunde mehr machen. Was ziemlich viel ist. Das müsste doppelt so, fast doppelt so viel Schaden sein. Außerdem, wenn ich die länger behalte, kommt noch der Effekt dazu. 200 Nahkampfwaffen, 2% mehr Schaden, insgesamt 6% wegen 200 Waffenspezialisierung und kritische Treffer mit Äxte. Ja, kritische Treffer, wie gesagt, bei dem Krieger ist ein ziemliches Setting halt. So, jetzt machen wir das aber noch schnell fertig. Raus mit der Sprache. Die erste Probe von diesem neuen Gift, das wir herstellen, haben wir ja... What? Die sind schwächer. Das sind meine alten... Hm. Egal. Sieg für Okay, ich verstehe. Die letzte Quest, also diese letzte... Das letzte Ergebnis der Quest... Warte kurz. Ich habe mich festgefahren. Den Trank, den wir bei der letzten Quest hergestellt haben, wo wir die Bären und Spinnen und so umgebracht haben, den haben wir an diese Kröte da verfüttert, aber diesmal ist die Kröte nicht genug. Diesmal kommt der Hund Stanley dran. Von diesem Bauern. Aber zuerst mal nach Unterstadt. Ah, man sieht sich dann in Unterstadt. Bis gleich. Da wären wir schon in Unterstadt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Zeppelin funktioniert. Da gehen wir mal rauf aus Unterstadt. Und jetzt wegen Reiten. Nein, ich lerne vorher Reiten, weil wenn ich Reiten und die fette Axt habe, dann ist das ziemlich geil. Vielleicht muss ich mir noch Geld von meinem Main-Char schicken. Also wenn sich Reiten auf die Weise nicht ausgeht, dann... Ja. Ja, dann hole ich mir halt Geld von meinem Main-Char. Könnte ich auch so machen, aber tue ich nicht. Könnte ich mir ein paar fette Taschen kaufen und so, aber nein. Wir wollen ja... World of Warcraft spielen und nicht irgendwie cheaten und so. Heißt ein Erfahrungsblatt. Achso, das ist der Typ, glaube ich, bei dem man dann später Stoffe für Erfahrung und Ruf abgeben kann. Ja. Unterstadt von außen. Lang nicht mehr gesehen. Mhm. Aber. Jetzt geht's sowieso mal ab nach Durotar. Bei meinem ersten Privatserver, wo ich war, da war da immer so ein Portal, wo man sich direkt hin teleportieren hat können. War ziemlich praktisch. Aber ist halt gar nicht Blizzlike. Okay, da kommt ein Zeppelin. Ich hoffe, das ist nicht meines. Weil auf die Zeppeline muss man warten. Das ist das eine in nach Nordend. Und hier ist der Zeppelin. Ich weiß nicht mehr, welcher Durotan, welcher Schlingendorntal ist. Einer führt nämlich in ein höherstufiges Gebiet. Der andere... zur Hauptstadt der Orks. Und ich will zur Hauptstadt der Orks, weil ich da zwei Entäxte lerne. Ja. Schlingendorntal kann ich mich von Stufe 40 Mobs umbringen lassen. Wenn einem die Stufe 30 Jedis nicht... Jedis. Yay, Jedis in World of Warcraft. Laserschwert. Durotar da. Schnell noch auf. Yay, ich bin auf dem Zeppelin. Dieses Ding fährt es dann irgendwann los und... Im Haus ist ein Kraut, das glaube ich jetzt aber nicht, oder? Hm. Egal. Zeppelin fliegt los, bringt mich nach Durotar. Und ja, das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Das Norden Zeppelin fliegt schon los. Flieg, scheiß Zeppelin. Flieg, du Arschkopf. Flieg oder ich steche mein Schwert in deinen Zeppelin-Sack da oben. Wenn ich da jetzt runterspringe, bin ich übrigens tot. Wollte ich nur mal so anmerken. Das überlebt man nicht. Habe ich schon öfters mal ausprobiert. Manchmal aus Zufall, manchmal aus Absicht. Kann passieren. Ja, dann sehen wir jetzt mal was anderes als immer nur die untoten Gebiete. Kalimdor eben von den östlichen Königreichen über Nordend. Und Laden. Ah, brav. Ziemlich orange. Ja, ich glaube, das überlebt man. Ja, ich riskiere es lieber nicht.
Ich mach's lieber auf Umwegen. Nein, ich möchte nicht sterben, ich habe Höhenangst. Nein, nicht mehr. Ich hatte mal Höhenangst, war nicht sehr gemütlich. Okay. Ja gut, die 30 Minuten sind schon mal zu Ende. Ich werde aber gleich nachher noch ein Video drehen. Zuerst komprimiere ich das nochmal. Ja, gut. Und dann geht's weiter in der Hauptstadt der Orks. Bis dann.